Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich wirklich ganz, ganz, ganz besonders gefreut habe, weil ich habe es gerade zu Ende gedreht und ich bin einfach so froh, dass das vollbracht ist. Ich bin überhaupt kein Kochmensch. Ich bin nicht so gut darin. Das habe ich besonders gemerkt, als ich für dieses Video versucht habe, Pfannkuchen zu machen. Ja, viele sind dabei gestorben. Aber es sind am Ende 5 Rezepte dabei rausgekommen, die euch hoffentlich gefallen werden. Ich finde sie wirklich alle ohne Ausnahme richtig lecker und es ist von Montag bis Freitag was dabei. Und dieses Video findet in Kooperation heute mit der lieben Julia vom Kanal X-Later statt. Viele von euch haben es sich gewünscht und wir haben uns heute abgesprochen, damit die Videos nicht exakt gleich sind. Ich mache halt die Frühstücksideen so für das Frühstück zu Hause. Und sie macht dann praktisch Snacks, die ihr in die Schule mitnehmen könnt, wenn ihr vorher die Frühstücksideen von mir gegessen habt. Und dann könnt ihr ihre Ideen halt für so zwischen Frühstück und Mittagessen ungefähr haben. Oder Mittagessenersatz, wie auch immer. Ich sag auf jeden Fall nur Nutella, Bananen, Reiswaffeln. Okay, und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach an. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Piu. Okay, das erste Rezept eignet sich super für diejenigen von euch, die gar nicht so Frühstücksmenschen sind und vielleicht morgens nicht so viel runterbekommen. Und zwar habe ich jetzt einfach so 150 Gramm gefrorene Himbeeren genommen, ein bisschen Milch und so 2 Esslöffel Joghurt. Und zum Süßen habe ich Agavendicksaft benutzt, aber ihr könnt natürlich auch alles andere nehmen, Zucker, Honig, was auch immer. Und da gebe ich noch so ein bisschen Erdnussbutter dazu. Und das Ganze habe ich in meinen Blender reingetan und habe das einfach zusammengemischt. Und Leute, das Ergebnis ist so, so lecker. Ich schwör's euch. Und je nachdem, ob ihr es lieber flüssiger mögt oder dickflüssiger, könnt ihr halt mehr oder weniger Milch reintun. Und es schmeckt einfach super lecker. Ist natürlich kalt, weil die Himbeeren jetzt gefroren waren, aber es ist so ein guter Smoothie. Rezept Nummer 2 ist eigentlich ein Rezept von meinem Freund. Der macht sich das nämlich ziemlich häufig zum Frühstück. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn ihr gar nicht so gerne süße Sachen zum Frühstück esst. Und zwar nimmt er so 2 bis 3 Eier, je nachdem, wie groß euer Hunger ist. Und dann hat er ein bisschen Milch da reingetan. Einfach so einen Schuss für das Omelett. Und dazu kamen Salz und Pfeffer. Und wenn ihr wollt, auch noch so getrocknete oder frische Kräuter. Das hier ist jetzt Schnittlauch. Und dann haben wir da rein noch ein bisschen Paprika getan und klein geschnittenen Käse und wenn ihr wollt auch klein geschnittenen Schinken. Und das Ganze sieht dann am Ende so aus. Und dann kommt das einfach in die heiße Pfanne. Und wie ihr sehen könnt, da ist jetzt so ein bisschen zerlaufene Butter noch drin. Und dann lasst ihr das Ganze auf wirklich niedriger Hitze, so 5 Minuten ungefähr mit geschlossenem Topf einfach braun werden. Und wenn ihr seht, dass das Omelett auch schon so oben anfängt zu stocken, dann könnt ihr es rausnehmen. Und keine Sorge, wenn das nicht beim ersten Mal funktioniert, mir zerfallen diese Omelets auch immer. Deswegen hat mein Freund das jetzt für dieses Video gemacht. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Rezept und das ist etwas, was ich am häufigsten morgens esse und zwar ist das Müsli. Und ihr könnt euch einfach Müsli, statt es so fertig gemischt zu kaufen, ganz, ganz einfach aus euren Lieblingszutaten selbst mischen und dann schmeckt es euch wahrscheinlich auch noch besser, weil halt nur das drin ist, was ihr gerne mögt. Also ich habe jetzt so Haferflocken und Crunchy Nuts, also so Cornflakes und ein bisschen Schokoraspeln und Dinkelflakes und sowas alles zusammengemischt. Rosinen sind auch noch drin. Und ja, ich habe das jetzt erst geschichtet, aber es macht natürlich mehr Sinn, das Ganze zu vermischen. Und dann könnt ihr das einfach mit Milch oder mit Joghurt essen. Und ich glaube, das wäre auch eine ganz coole DIY-Geschenkidee. Tag Nummer 4, da habe ich jetzt French Toast gemacht oder auch arme Ritter. Und dafür brauchen wir jetzt wieder so 1 bis 2 Eier. Wenn ihr nur einen Toast wollt, dann reicht ein Ei auf jeden Fall aus. Das reicht, glaube ich, eigentlich für 2 Toasts. Also ich habe jetzt ein bisschen viel gemacht. Und dazu kommen dann immer so pro Ei nochmal 1 Esslöffel
Milch und ein bisschen Salz noch dazu, so eine Prise. Und dann wendet ihr einfach euren Toast oder ihr könnt auch einfach altes Brot nehmen in der Eimischung von beiden Seiten. Und dann bratet ihr das Ganze wieder in der Pfanne und zwar so goldbraun, goldgelb von beiden Seiten an. Und es sieht vielleicht nicht nach so viel aus, aber ich schwöre euch, das schmeckt so lecker. Das schmeckt pur schon richtig lecker. Aber ihr könnt natürlich jetzt auch noch sowas wie Nutella oder Marmelade oder einfach irgendwas drauf tun. Schmeckt auch mit Obst sehr gut. Zimtzucker passt auch super dazu und ist schnell gemacht. Wir auch schon zum letzten Rezept und das war mit Abstand das aufwendigste für mich, weil ich diese Wraps als Apps gemacht habe. Ihr könnt die natürlich auch im Supermarkt kaufen, dann spart das total viel Zeit und morgens hat man ja nicht wirklich Zeit, um sich jetzt Pfannkuchen da zu backen, aber vielleicht könnt ihr die ja abends machen oder wie gesagt halt welche im Supermarkt kaufen. Der Teig ist eigentlich ziemlich leicht gemacht, also ein bisschen Mehl, Wasser, Öl und ein bisschen Salz. Ich lasse euch das Rezept mal einfach unten in der Infobox und dann habe ich diese Wraps halt gebraten und dann habe ich eine Füllung dafür gemacht aus Ricotta-Käse, der schmeckt so, so gut und wieder meinen Agavendicksaft, ein bisschen Zimt und außerdem habe ich dann auch noch frische Blaubeeren dazu gemacht und die Füllung ist jetzt richtig schnell gemacht worden, also die schmeckt auch an sich schon richtig lecker und dann fülle ich die jetzt hier in meine Wraps. Und wie gesagt, wenn ihr morgens keinen Bock habt, was ich total verstehen kann, Wraps selbst zu machen, kauft sie einfach im Supermarkt oder bereitet sie irgendwie am Abend vorher vor. Und dann geht das Ganze auch viel schneller. Ich hoffe wirklich sehr, dass was dabei war, was euch gefallen hat. Und vielleicht konnte euch das Video irgendwie so ein bisschen dazu inspirieren, selbst was nachzukochen. Falls ihr das irgendwie vorhabt, dann könnt ihr mir das sehr gerne auf Instagram oder Twitter unter dem Hashtag Oh Mist, ich habe mir keinen überlegt, Kochen mit Barbie, Hashtag Kochen mit Barbie, ja, schicken. Und ich freue mich total auf eure Fotos und mir die anzuschauen, falls irgendwer tatsächlich Lust hat, irgendwas aus diesem Video nachzumachen. Und wie versprochen, am Ende linke ich jetzt auch noch das Video von Julia. Vergesst es nicht, Nutella, Bananen, Reiswaffeln, ihr wollt dieses Video wirklich sehen. Also klickt entweder hier im Video drauf oder unten in der Infobox, da ist auch der Link zu ihrem Video. Und sie macht wirklich sehr, 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 sehr tolle Videos. Ich habe sie schon lange, lange abonniert. Deswegen, ja, ich wette, ihr werdet ihre Videos auch gerne mögen. Und... ah ja, genau. Falls ihr euch irgendwie mehr Videos dieser Art wünschen solltet, vielleicht in Zukunft auch mal so ein Snack-Video oder Frühstücksideen für unterwegs oder was auch immer, dann könnt ihr mir das sehr gerne einfach in die Kommentare schreiben oder gebt diesem Video einfach einen Daumen hoch, damit ich sehe, dass ihr überhaupt Interesse an solchen Videos habt. Vielleicht schaut sich das auch kein Schwein an, dann wäre das scheiße. Aber ja, wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch oder Donnerstag wieder, wie immer. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.